Birger Jesch ist für mich ein Künstler aus Thüringen, einer der herausragenden Künstler Thüringens, die durchaus sozial, mit einer sozialkritischen Ader verstehen, den Zeitgeist auf den Punkt zu bringen. Ich halte Birger ja für einen der sechs wichtigsten Melartisten der DDR. Jetzt kommt er halt als Künstler auf den Hof und vorher war er in Arbeitsklamotten mit Putzkelle da. Ne? Dass es offensichtlich auch so einen Grundzug in ihm gibt, dass er wach durch die Wirklichkeit geht und Dinge fotografiert, die man sich so gar nicht hätte ausdenken können. Er war dafür berüchtigt bei den Lehrern, dass er ständig Zettel beklierte mit reitenden Cowboys, Indianern, fallenden Pferden und was nicht mehr. Lag direkt an der Ausfallstraße nach Zittau, aber dann zwischen dem Hengstberg und dem Heinrichsberg. Das waren so kleine Buckel, die so von der Straße ein bisschen raufgingen. Und dann ging es aber runter ins Tal. Da floss die Petersbach, weiblich bitte. Die Senke zwischen diesen beiden Bergen, das war eine Wiese zum langsamen Tod. da war das oberhalb dieser Weide war das Gelände mit einer wunderschönen Aussicht. Das sieht man dann sicher in dem Film auch noch. Warst du dort? Warst du 9.10. noch dort? Nee, ich war nur bis zur 7. Also nee. Echt? Das hätte ich jetzt nicht mehr? Ich war von der 3. bis zur 7. Also ach so. Ungefähr so, also 3,5 Jahre, aber es war irgendwie nicht das ganze Schuljahr, sondern scheinbar dann in den Winterferien oder so dann gewechselt. Übrig. Warte mal, ich gebe noch mal zurück. So. Das bin ich. Also für mich waren auch die schönsten Erinnerungen so diese Fahrten mit dem Fahrrad oder diese Ausflüge und Wanderungen. Weil das hätten meine Eltern mir nie bieten können. Ja, also von der Zeit her und auch unter Gleichaltrigen vor allen Dingen. Ja, gemeinsam irgendwelche Dummheiten machen. Oder, ja, also diese Geschichten mit heimlich rauchen und so, dann Tabak kaufen, irgendwie im Ort, wo man nicht so auffiel und dann irgendwie durch den Wald hinten rum und dann eine gepafft und so. So die Zigarette in der Hosentasche, so brennend. Stark war man da. Der Bürger, also ich gehörte nicht zu denen, die Karl-May lasen. Ich fand nicht so viel Gefallen dran, ja. Aber da war ich so ein bisschen Außenseiter, aber Bürger war da mittendrin und las nicht nur, sondern er verarbeitete es auch dann grafisch. Und er war dafür berüchtigt bei den Lehrern, dass er ständig Zettel beklierte mit reitenden Cowboys, Indianern, fallenden Pferden und ja. Was nicht mehr. Und das wurde ihm ständig weggenommen. Ich wollte irgendwie fabulieren und habe dann auch selber Geschichten mir ausgedacht. Im Stil von Karl May noch viel, viel schlechter. Und kannst dir ja vorstellen, was das dann von dem Blumen war. Und dann ging es nur ja, was da, die gegen die und ja, so Kindergeschichten eben. Also kurzum, es war dort eine große Freiheit eigentlich, trotz der vielen Regeltatbestände und natürlich der Gemeinschafts. Also die Beschränkung, die Ordnung, die dann auch sehr streng war, aber wir lebten da im Wald. Oder mich hat als Kind sehr beeindruckt, diese Missionstätigkeit und vor allen Dingen die
wenn dann Missionare kamen und dann Lichtbildervortrag machten und also diese Weltläufigkeit ganz einfach und nicht dieses Begrenzte auf diesen Ostblock, ne? Das hat man ja auch als Kind schon bei Zeiten durchschaut alles, dass da zwei Wahrheiten gepredigt wurden, ne? Das, so viel Instinkt hat man da schon gehabt. Im Rückblick oder wie, aber auch schon Jahre danach habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen. Ich habe heute gerade nochmal meine Schulzeugnisse durchgeschaut. Durchgängig schlechte Disziplin und unaufmerksam und verspielt und sonst was. Also es war bestimmt auch für die Lehrer auch nicht so ganz einfach mit mir. Birger ist immer bereit, Dummheiten zu machen. Nimmt man ihm die Möglichkeit, ist er aufmerksam, fleißig, freundlich und willig. Aber jede Störung ist ihm willkommen, jeden Scherz übertreibt er, überall muss er dabei sein und wenn möglich den Ton angeben. Auf seinen Umgang muss deshalb besonders geachtet werden. Seine Freizeit muss sinnvoll ausgefüllt sein, damit sich Geduld und Ausdauer üben und festigen können. Und wo ich bei den Kleinen war, im ersten Jahr, da merkte ich, dass die anderen Kinder alle irgendwelche Teddys und Zeug mit im Bett hatten. Da wollte ich dann zu Weihnachten auch ein Teddy haben, obwohl ich eigentlich schon aus dem Alter raus war. Und meine Eltern haben für mich ein Teddy gekauft. Mein Bruder, der damals wirklich noch klein war, der ging auf den Weihnachtsbaum, auf den Garten, und nahm den Teddy und da war es sein, da hatte ich wieder keinen. Man konnte den auch nicht jetzt wieder wegnehmen. Also ich bin wohl, wenn ich jetzt richtig behalten habe, ungefähr bis zur 7. Klasse dort gewesen und bin jedenfalls in der 8. dann in Dresden gewesen wieder, also wieder zurück zu den Eltern. Ich bin dann so in den Zeichenzirkel gegangen, ich weiß schon 9., 10. Klasse, Stillleben, Akt, Landschaft, all das haben wir schon gemacht. Da war ich auch dran. Also ich habe dann schon richtig gezielt auch mich für Zeichnung, Grafiken interessiert. Bis Mitte, Ende 70er Jahre bin ich noch in weitere Kurse gegangen, dann als junger Erwachsener sozusagen. Bis ich dann irgendwie merkte, dass mein Talent nicht reicht, sagen wir mal jetzt mit Naturstudien und auf dem Gebiet, sagen wir mal, da weiterzukommen. Und habe dann mehr experimentiert. Also das war dann die spätere Phase, wo ich dann so autodidaktisch, sagen wir mal, meine Lehrer sozusagen gefunden habe und mich an verschiedenen Leuten abgearbeitet habe. So Max Ernst, so die Surrealisten am Anfang. Dann noch so diese politischen Künstler dazu, ne, wie Klaus Steck, so dann diese politischen Montagen und habe da verschiedene Wege beschritten, die ich auch zum Teil noch parallel so ausübe bis jetzt. Ja, ich wollte eigentlich schon was Künstlerisches machen oder so und dachte, ja, jetzt reines Kunststudium, Malerei, Grafik, da reicht es bei dir nicht. Und da hatte ich mich als Theatermaler beworben und ja, bin eben nicht angenommen worden. Und da hieß es dann, naja, lernen Sie erstmal was Artverwandtes, machen Sie mal was in der Richtung, so, da sagt meine Eltern, lernst du Maler? Und da habe ich da in so einer PKH Maler gelernt und bin dann nie wieder davon weggekommen. Also ich habe nur in der Lehre solche Geschichten gemacht, schablonisiert und alles Mögliche und dann nie wieder. Und bin dann irgendwann, ja, in den 90er Jahren wieder drauf gestoßen,
Ich versuche das anzubieten, sozusagen als Dekowand oder als Schauwand und entwickle dann meine eigenen Kombinationen von Farben, Mustern und Material. Dass ich das dann auch für Kunstprojekte noch missbrauche, die Technik, das ist wieder eine andere Geschichte. Das überlagert sich aber zum Teil. Und ich habe hier drauf irgendwie so Fernsehtürme entdeckt. Ja, so Fernsehtürme oben mit so einer Aussichtsplattform und einer Antenne oben drauf. Und hatte da im Neubaublock in Altenburg Nord und habe da so die Raumtransformation 4000 tanzende Fernsehtürme draus gemacht und die Decke auch mehrfach überlagert, sodass eine grafische Struktur an der Decke noch entstand, sodass man also wirklich eine Meise kriegt, wenn man den ganzen Tag Fernsehen sieht oder den ganzen Tag 4000 tanzende Fernsehtürme um sich hat. Ja, also ich habe gerne als Handwerker gearbeitet. Also es war ja, Baustelle ist immer was Interessantes, ne? Immer wieder neue Orte, neue Leute, neue Gegebenheiten. Und das ist spannend. Also ich wollte nie in den Betrieb rein, ganz nach am gleichen Arbeitsplatz, mit Stechuhr oder so. Das wäre nichts für mich gewesen. Das finde ich auch die angemessene Form der Kunstausübung. Ist schon irgendwie natürlicher, wenn man das als zweite Schiene betreibt, ne? So zur Erbauung ganz einfach. Ich kann mich noch erinnern, später mal bei der Bahn. Und da hieß es mal, du gehst doch immer malen und zeichnen. Wir wollen jetzt irgendwie eine Feier machen und da malt er mal irgendwie so eine Blondine oder irgendwie, was sie sich vorgestellt hatten, irgend so Pin-up-mäßig. Und da habe ich irgendwie so eine alte, faltische Frau gemalt. Das hat mir noch nicht gefallen. Seit dem 1. September 1964 ist Jesch bei der Deutschen Reichsbahn, Hochbaumeisterei Dresden, 8010 Dresden, Rosenstraße 65, Bereich Dresden-Neustadt, als Maler tätig. Sein Einsatz erfolgt im Einschichtsystem innerhalb des Reichsbahnamtsbezirks Dresden. Jesch wird in der Gehaltsgruppe 5 operativ mit einem Grundgehalt von 510 Mark entlohnt. Sein jährlicher Erholungsurlaub beträgt 21 Arbeitstage. Von der AKP, Auskunftsperson heißt das wohl, wird eingeschätzt, dass Jesch sehr interessenbetont arbeitet. In seiner Arbeitsmoral und Arbeitsdisziplin soll er unzuverlässig sein. Eine diesbezüglich exakte Kontrolle ist von Seiten der Leiter des Jesch nicht immer möglich, da Jesch und sein Kollege die einzigen Maler des Kollektivs sind. Ihr Einsatz erfolgt fast ausschließlich außerhalb des Dienstortes. Jesch soll seinen Ehrendienst bei der Bereitschaftspolizei geleistet haben. Nähere Angaben sind nicht vorhanden. Jesch ist seit 1975 im FDGB organisiert, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund. Anderen Massenorganisationen gehört er nicht an. Innerhalb des Betriebes verhält er sich in gesellschaftlicher Hinsicht sehr inaktiv. Er beteiligt sich diesbezüglich an keinerlei betrieblichen Veranstaltungen. In politischer Richtung wird Jesch von der AKP als unzuverlässig eingeschätzt. Aus seinen Diskussionen geht eine negierende Einstellung zur Politik unseres Staates hervor. Er ist jedoch bemüht, in keiner Weise provokatorisch in Erscheinung zu treten. Seine Äußerungen sind teilweise stark westlich orientiert. In charakterlicher Hinsicht wird Jesch als überheblich und eigenwillig eingeschätzt. Das Auftreten des Jesch wird von der AKP als studentisch-reaktionär bezeichnet. Ihm übertragene Aufgaben erfüllt er entsprechend seiner Vorstellungen. Er hält sich teilweise an keinerlei Anweisungen. In seiner Freizeit soll sich Jesch in künstlerischer Richtung betätigen und dabei einiges Geld verdienen. Näheres war den AKP nicht bekannt. Jesch war oder ist noch Blutspender. Ich kann mich noch an Bürger gut erinnern, dass Ende der 80er Jahre, wir hatten dann diese politische Situation der Nachrüstung, also des Aufstellens von Atomraketen in Ost und West. Und das war ja auch eine brisante Situation, wo es um Leben und Tod geht, wenn man so will. Und da haben eben verschiedene Kreise, unter anderem auch also kirchliche Friedenskreise und so weiter, da Aktionen gemacht. Und auch diese Mehlart-Szene, die es dann auch in der DDR natürlich schon gab, die gab es ja hier seit den 60er Jahren. Die haben dann Mail-Up-Projekte gestartet, internationale. Und zu denen gehörte Bürger.
Ich habe in Dresden studiert, an der TU Dresden Kartografie. Und ein guter Freund aus diesen Studientagen, den Sigmar Körner, damals Landschaftsarchitekt und heute Puppenspieler, wir haben uns gegenseitig bekannt, dass es da Texte gäbe, die wir bislang für die Schublade geschrieben hätten. Und haben dann im Format A5 etwas gegründet, das dann auch einen Namen brauchte. Und nannten das dann Entwärter Oder. Auseinandergesetzt, aber wir haben Berührung gab es immer. So dann eben auch zu dem Berliner Lutz Wohlrab, zu Josef Huber und anderen. Und so habe ich Birger Jesch wahrgenommen, als Mehlartisten in den frühen 80er Jahren, späten 70er Jahren. Und kann mich noch erinnern, dass ich dachte lange Zeit, er würde in der Druckerei arbeiten. Weil er tauchte immer auf und hatte dann so ein paar seltene Taschenbücher in der Hand, mit die er auch verkauft hat. Es stellte sich heraus, er war in einem Zeichenzirkel der Druckerei Völkerfreundschaft und der Zeichenzirkel war in der Druckerei, mittendrin, also auf dem Weg in den Raum, wo der Zeichenzirkel stattfand, waren links und rechts die Container mit den Büchern und die haben die einfach da geklaut. Das ist eine Arbeit von Jörg Wehner, mhm. Und ist im Grunde schon, hat auch einen ziemlich starken Macho-Charakter, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass das Bügeleisen ja quasi so das alles so platt macht. Und dann, man kann auch sagen, es ist natürlich eine heiße Sache. Ja. Von 82 habe ich das mal von ihm geschenkt bekommen. Mhm. Also ich glaube, dass in der Anfangszeit waren die Arbeiten auf eine bestimmte Weise auch so DDR-gebunden. Sie haben ganz vorher versucht, natürlich bestimmte Probleme anzusprechen in der DDR. Also ich hatte ab 76 rum schon immer so politische Montagen gemacht, so zum Zeitgeschehen, einfach so Wort-Bild-Kombination. Und habe auch Kontakt schon gesucht, hatte dann irgendwelche Leute im Westen, die so Fotomonteure angeschrieben, wo ich die Adressen in irgendwelchen Kunstkatalogen gefunden habe und hatte schon erste Kontakte. Wusste aber nicht, dass es direkt so eine Austauschszene gibt und las dann eine Publikation, Marginalien heißt die, und da war eine Besprechung drin über eine Künstlerpostkartenausstellung, eine Mailart-Ausstellung in Berlin in der Galerie Arcade. Die war auch ziemlich heiß umkämpft, da war auch Boyskarten mit dabei und all mögliche Fostel und so. Und da habe ich dann gedacht, jetzt musst du aber Kontakt aufnehmen. Das ist die Gelegenheit. Und da wurde ein Name genannt, das war Robert Rehfeld, der das organisiert hatte. Und da habe ich an den Künstlerverband in Berlin geschrieben und den Brief direkt an Robert Rehfeld hingeschickt und die haben den weitergeleitet. Es hat alles funktioniert. Und gleich im ersten Brief von Robert zurück waren schon Kontaktadressen drin in Bulgarien, in Frankreich und sonst wo. Dann war ich Sachen mittendrin.
wir haben damals so auch einfach unsere Grafiken und unsere Sachen einfach auch im Freien verkauft, in den großen Garten gegangen. In Dresden haben wir eine Decke ausgebreitet, haben da Zeug hingelegt und da waren das Leute auch viel interessierter, weil es war mal was anderes. Ne? Also heutzutage wird das vielleicht nicht so funktionieren, aber damals hat man direkt auch verkauft, so kleine Beträge irgendwie. Also es war in Dresden war ja Anfang der 80er Jahre war ja so, so eine Keimzelle so des Widerstands, vor allen Dingen aus kirchlichen Kreisen. Da gab es ein paar engagierte Pfarrer, die sich auch der Kirchenleitung widersetzt haben und dann solche Veranstaltungen gemacht haben mit Lesungen und Musik und so, aber alles so ein bisschen Oppositionelle, ne? So Leute eingeladen. Hilbisch und Katja Lange-Müller und ne, solche Leute eingeladen. Und das wurde dann immer so als Kurzgottesdienst deklariert. Da gab es dann irgendwie eine Bezeichnung dafür. Da wurde eigentlich nicht gebetet oder was. Das war eine reine Kulturveranstaltung. Und 1980 lernte ich den einen Pfarrer kennen, weil ich diese Mailart-Sachen ausstellen wollte, die jetzt aus der ganzen Welt kamen. Ich hatte damals dieses Projekt gemacht mit den Schießscheiben. Also so DDR-Luftgewehrscheiben in alle Welt verschickt und um Bearbeitung gebeten. Und das war eine ziemlich spektakuläre Ausstellung und die tourte dann auch durch andere Kirchen und Städte. Und da habe ich erstmals frei reden können, also mit anderen frei reden können in einem öffentlichen oder halbwegs öffentlichen Raum. Studiert und bin 1985 zur Mailart gekommen, habe vorher schon mal ein Projekt gesehen in der evangelischen Studentengemeinde in Greifswald. Und zwar das erste Projekt, was Bürger Jesch da überhaupt gemacht hat, dieses pazifistische Schießscheibenprojekt. Wichtig war unser Treffen 1986, das war also der erste sogenannte weltweite dezentrale Mailart-Kongress, der an verschiedenen Orten auf der Welt stattfand, ne? Unter anderem im Rehfeld-Atelier, wo viele DDR-Mail-Artisten angereist waren und auch West-Berliner Freunde da waren. Und vorher hatten wir aber schon Post ausgetauscht. Ja, wir haben da alle miteinander geredet. Der Rehfeld ist ja auch ein ganz witziger, kommunikativer Typ gewesen. Gehört zu den sechs wichtigsten Mail-Artisten der DDR, gehört eben Rehfeld, Huber, Bürger Jesch. Und die anderen drei Dresdner, also Stange, Gottschalk und Giersch, das sind ja mutige Leute gewesen. Also wahrscheinlich waren die Dresdner noch mutiger als die Berliner. Ja. Ich muss ja sagen, dass Bürger immer mehr Biss gehabt hat als ich und so schöne politische Sachen gemacht hat, die ich mich doch nicht getraut hätte. Nicht? Das fiel mir auch noch auf die Berliner Mailartisten. Also hier der Rehfeld, der war doch, denke ich, eher ein Marxist oder Anarchist. Ne? Josef Huber, vielleicht auch eher ein Sozialist, du warst ein Pazifist. Ja. Naja, guck mal, hier haben wir es zum Beispiel. Ne? Das ist ja ein typischer Kirchenspruch. Ja, Kirchenspruch. Dann hat Bürger ja viel mehr Projekte gemacht als ich. Also Dark Side of the Moon und so weiter, an denen ich mich dann wieder beteiligt habe. Also die Zusammenarbeit sieht eher in der Mailart so aus, dass man sich an den Projekten des anderen beteiligt, Dokumentationen bekommt. Ne? Nicht so sehr, dass man was zusammen macht. Die Ausnahmen sind vielleicht diese kollektiven Collagen, die Bürger auch gerne gemacht hat. Man schickt, das gibt es ja heute noch, man schickt Sachen herum und dann beteiligt sich jeder, klebt was drauf oder malt irgendwas und schickt das weiter und dann kommt das eventuell irgendwann mal zurück oder ja, das ist so ein bisschen in die Welt hineingearbeitet.
Interessant ist ja, dass die Dresdner Gruppe, die vier, die ich da besonders schätze und jetzt meine, die ja zusammen auch von der Stasi als OV-Feind bearbeitet wurden, also Giersch, Gottschalk, Stange und Bürger Jesch, keine professionellen Künstler sind, alle vier nicht, während die beiden wichtigsten Berliner Mailartisten professionelle Künstler waren, also Robert Rehfeld, nicht, und Josef Huber. Und das Besondere ist eben diese Herkunft, dass sie also keine künstlerische Ausbildung absolviert haben, sondern gar keine Chance gehabt hätten, wahrscheinlich an einer staatlichen Kunsthochschule aufgenommen zu werden. Dass sie also, wie McCunas das gefordert hat, von Fluxuskünstlern in einem anderen Feld tätig waren. Also in der Krankenpflege oder Bürger als Anstreicher bei der Eisenbahn und so weiter. Das ist eigentlich der Künstler der Zukunft. Also dass er diesen Fluxusgedanken so konsequent umsetzt, das hat mir bei Bürger immer gut gefallen. Und dann seine Anti-Ästhetik, ne? Dass das also oft sehr punkig, würde man vielleicht mit den Worten der 80er Jahre, weil er ja früher angefangen hat, sagen könnte, dass es frech ist, ja? Dass er also versucht, mit einfachen Mitteln Werke zu produzieren, die gar nicht so als Kunstwerke vielleicht erscheinen, sondern so eine Anti-Kunst-Ästhetik haben. Ne? Das war ja, Fluxus ist ja auch Anti-Kunst, wenn man so will, oder Nu-Art ist Anti-Kunst, ne? Und Mail-Art war und ist ja Underground. Und das wurde mir eben gesagt, das geht nicht, man kann das nicht durchkasten. Und ich wollte gleich die ganze Post reinigen. Das war ja so mein Hintergedanke. Ne? Wir waren ja der Meinung, dass das alles schmutzig ist. Naja, vielleicht hat die Stasi es auch nicht gemacht. Da wir ja wissen, wie die Postkontrolle funktioniert jetzt. Ne? Mhm. Nämlich nicht sporadisch, sondern ganz systematisch. Ne? Dass also vor jedem Postbezirksverteilamt die Staatssicherheit alle Post auf den Tisch bekommen hat. Und dann haben sie 90.000 Sendungen jeden Tag rausgesucht. Ne? Also 10%, 900.000 Sendungen, schätzt man, waren es. Und die wurden alle rausgesucht und dann mit LKWs in die Stasi-Bezirksverwaltung gefahren, wo dann die Wasserdampftische waren und die Post gelesen wurde und so weiter. Ne? 2.000 Menschen haben sich die Post angeguckt. Und unter anderem haben wir deshalb auch so viel produziert, weil wir wussten ja, dass es Postkontrolle gibt. Und dieser Stempel ist vom Zoll, das ist dazu gekommen, dieser hier. Und das sind die Stempel, wo uns niemand Auskunft gegeben hat. Davon haben wir noch andere Beispiele, was sie bedeuten. Ne? Was übrigens auch interessant ist, ist die Zusammenarbeit, die ästhetische, ne? Zwischen Mailartisten und Zoll. Denn die sind schon an einer schönen Stelle angebracht, finde ich. Ne? Inoffiziell war bekannt geworden, dass drei bearbeitete Personen in großer Stückzahl selbstgefertigte künstlerische Arbeiten mit feindlich negativen, pazifistischen oder die DDR diskriminierenden Inhalt an NSW-Bürger verschickten. Dabei wurden mehrfach pseudonyme Absender verwendet. Nach Abstimmung zwischen dem Ministerium für Staatssicherheit und der Zollverwaltung der DDR, Bezirksverwaltung Dresden, wurde gegen diese Personen ein Verfahren zur Verfolgung von Zoll- und Devisenvergehen eingeleitet, in deren Ergebnis für das gleiche Zollvergehen unterschiedliche Strafmaße ausgesprochen wurden. Inoffiziell konnte festgestellt werden, dass der innere Zusammenhalt sichtlich gestört wurde. In Vorbereitung der durchzuführenden zollrechtlichen und Ordnungsstrafverfahren wurden Gesprächskonzeptionen durch unser Organ erarbeitet und übergeben, wodurch die Gesprächsführung mit den bearbeiteten Personen effektiv gestaltet und weitere Verunsicherungen erzeugt werden konnten. Naja, ich habe eine Stasi-Akte und da ich mich schon immer für Geschichte interessiert habe, war ich auch wirklich scharf drauf, jetzt diese Geheimdienstakten zu bekommen, so als Material einfach, als zeitgeschichtliches Material. Na? Also einmal von Arbeit direkt wie verhaftet, so von der Baustelle weg. Da war so eine Graffiti-Aktion zur Biermanns Ausbürgerung in Dresden. Und hat mich richtig kalt erwischt und da habe ich auch Schiss gehabt. Also da hatte ich wirklich richtige Albträume gehabt und auch schon leichten Verfolgungswahn. Also weil ich dann nicht mehr wusste, wäre ich jetzt beschattet oder nicht. Oder so. Und da habe ich ich habe Bohne geschnitten, Wolf-Biermann-Allee, und habe die da irgendwie an Hauswände gemacht. Und ein oder zwei Tage später
wurde ich sozusagen zugeführt zur Vernehmung. Im Nachhinein habe ich dann gemerkt, die haben mir nur gedroht, weil sonst ein IM aufgeflogen wäre. Und die Biermannstraße! So ein kleines Schalskossernisch. Wenigstens eine kleine Gasse. Oh, Mensch, Junge, versteh! Und die Zeit ist passé. Es gab mal eine Geldstrafe in Höhe von einem Monatslohn. Das war ganz schön hart gewesen. Ja, und ansonsten nur Drohung eigentlich. So. Und dann gab es mal so, wovon ich nie erfahren habe eigentlich, so Ausreisesperre. Ich hätte in der Zeit nicht in die Tschechei fahren dürfen. Oder ich hätte nicht das Land verlassen dürfen. Habe es auch gar nicht gewusst, weil ich das nicht vorhatte. Also werter Genosse Michel. Die an mich gerichtete Bitte, ein künstlerisches Gutachten zu den mir vorgelegten Postkunsterzeugnissen zu geben, kann ich Ihnen wie folgt beantworten. Mit künstlerischer Arbeit, und diese ist stets geistige Auseinandersetzung, hat keines der Erzeugnisse etwas zu tun. Der Gehalt dessen, was in den Kombinationen von Fotografie, Klebetechnik und Grafik verschickt werden sollte, ist nichts anderes, bis auf drei Ausnahmen, als gespielte Verbreitung von Antisowjetismus und falschen Informationen. Die Darstellungen basieren also nicht auf überzeugenden Gedankengängen, die jeder gezielten künstlerischen Wirkung vorausgehen müssen, sondern auf der Anwendung künstlerischer Mittel in dilettantischem Sinn, um einen konterrevolutionären Zynismus zur gewünschten Wirkung zu verhelfen. Aus diesem Grunde erübrigt sich ein Gutachten für das einzelne Stück. Für mich hat Mehlart die größte politisch-ästhetische Brisanz in der Zeit von 1975 bis 1989. Angefangen. Es war Februar, März 1990. Es war der erste freie Wahlkampf in der DDR und der letzte auch. Und da ging es darum, ob Anschluss an die Bundesrepublik oder autonom irgendwas entwickeln. Und das war eine ganz verrückte Situation, dieser erste Wahlkampf. Ne? Die Plakate wurden wieder runtergerissen, überklebt und sowas kannte man ja auch nicht in der DDR. Es war aber noch DDR-Regierung, es waren noch so halbalte Verhältnisse, es war so ein Zwischenzeitraum. Und da habe ich einfach gedacht, irgendwie musst du jetzt reagieren. Jetzt wischst du den Mitläufern einfach mal inne aus und tust sie mal provozieren. Und da habe ich mir so gedacht, mit welchen Mitteln fängst du einfach so die Masse? Sex natürlich, ne? Und Westen und Wohlstand und leuchtende Zukunft. Und da habe ich dann irgendwie so nebenbei eine Annonce geschaltet, wo eine ältere oder erfahrene Westfrau einen jungen, sexy DDR-Mann sucht für irgendwelche unterhaltsamen Spielchen oder so. Und habe die Anzeige in so ein kostenloses Anzeigenblatt, in die sogenannte zweite Hand, geschaltet. Und es kamen über 300 Briefe. Und es war sehr bizarres Material. Und da dachte ich mir, das ist irgendwie peinlich alles. Und habe es in den Karton gelassen und weggestellt. Ne? Also den Karton zu. Es war auch nichts mit Kunst erstmal geplant. Es war einfach nur eine Aktion. Und dann Ende der 90er Jahre habe ich gedacht, irgendwas könntest du jetzt langsam damit machen. Ne? So ein Stück Zeitgeschichte, so diese Umbruchssituation. Diese verrückten Biografien müsste man mal nochmal nachgucken, was man draus macht. Grüß dich, du Unbekannte. Ich würde dich gerne mal am Wochenende irgendwann mal besuchen und verwöhnen. Alles selbstverständlich völlig finanzinteressenlos. Nur Verpflegung ist wichtig. Zum Schlafen kommen wir sicherlich sowieso kaum. Dein Alter ist Nebensache, wenn du nicht älter als 60 bist. Ansonsten überlasse ich es deiner Fantasie, was du mit mir machen möchtest. Ich bin völlig tolerant und tabulos.
Solltest du also Interesse haben, so schreibe mir doch so schnell als irgend möglich. Sollte es nicht der Fall sein, so empfehle mich doch bitte an Bekannte, Verwandte, Freundinnen oder Kolleginnen weiter. Ich mache es schön geil und bin sehr ideenreich. Es grüßt dich vielversprechend, Reinhard. Zu irgendeinem Zeitpunkt hatte ich nie Illusionen, als Künstler oder irgendwie mal berühmt, reich oder so zu werden. Also das war auch nie da. Aber ich wollte schon natürlich mich austauschen und wollte schon einen gewissen Stand erreichen. In der Provinz ist alles etwas ruhiger und man ist nicht in diesem städtischen Konkurrenzdruck. Also zum einen muss man nicht ständig auf irgendwelche Vernissagen von Kollegen gehen, weil man ja eine weite Anfahrt hat. Und ist einfach ruhiger. Man kann abschalten, man kann was ganz anderes machen. Man wird nicht so viel abgelenkt. Auch eine andere Tageszeit. Ja. Hallo. Wir fangen mit Klassik an. Geh da einfach mal durch, das kennst du ja, so Goethezeit. Hast du gemacht? Ja, dieser Scherenschnitt, auch die Kunst des Erfassens des Volumens und einer Dimension, was ich selbst nicht kann, das können ja Bildhauer am besten. Und zum anderen natürlich der Standort hier, ne? Nähe zu Weimar und wo allgegenwärtig diese Goethezeit-Schattenrisse Verwendung finden in Werbung und Karten. Und da dachte ich mir schon, also was kann man mit dieser Technik oder noch ausdrücken oder was kann man künstlerisch damit anfangen, mit Silhouettenporträts. Wenn man den Menschen nicht kennt, der dort sitzt, und ich verfremde ja oftmals noch mit Kopfbedeckung den Schädel oder erweitere den oder lasse den erweitern, da ist so ein Restgeheimnis oder nicht nur ein Restgeheimnis, ist ein großes Geheimnis eigentlich. Was ist das jetzt dort? Wir haben ja hier einen Arsch voll Baustellen und müssen irgendwie unsere Bude fertig kriegen. Und da kommt man an Punkte, wo man dann am Ende, obwohl man selber wenig Geld hat, Leute dafür bezahlt. Und haben wir jemanden gesucht, der uns beim Putzen, beim Verputzen hilft. Und wir sind in einem Tauschring. Rheinstädter Landmarkt heißt das. Da sind etliche Leute drin, hier außer Gegend. Und da gibt es eine Internetseite und da haben wir den Birger rausgefunden, dass der für uns verputzt. Und da war der halt hier und hat Baustelle gemacht. Und dann schwatzt man natürlich, haben zusammen hier Mittag gegessen und so und so und so, hat er von seiner Kunst erzählt. Und in dem Zusammenhang hat er auch was mitgebracht, was er macht. So, das war der Erstkontakt. Und jetzt kommt er halt als Künstler auf den Hof. Und vorher war er in Arbeitsklamotten mit Putzkelle da, ne? Ja. Ja, ist schon okay, ist schon fast schwarz-weiß. Mensch. Toll. Meistens zu definieren, indem ich bestimmte Sachen ausschließe. Ich sage, ich mache alles möglich, aber nicht mal ein Zeichnen. Aber ich würde schon sagen, so mit ein Teil Fotografie oder Fotografie als Grundlage. Also eigentlich mehr bin ich zum einen Dokumentarist, ne? Also ich tue viel dokumentieren, auch Zeitgeschichte. Und zum anderen tue ich experimentieren. Also ich habe da noch so eine Strecke, wo ich einfach intuitiv arbeite oder sag mal aktionistisch.
Geld verdienen, stehe ich noch ziemlich im Kriegsfuß, weil das sind alles Sachen, wenn man selbstständig ist, muss man ständig werben für sich selbst und das fällt mir eigentlich schwer. Ganz einfach. Hat das jetzt geblickt? Nein. Er hat es jetzt fotografiert? Die Ausstellung Ping Pong fand im Frühjahr des Jahres 2007 hier in der ACC-Galerie Weimar statt und beteiligte Birger Jesch aus Blankenhain, Thüringen und Jürgen O. Olbrich aus Kassel in Westdeutschland in Hessen. Birger Jesch hat sich in dieser Ausstellung dadurch ausgezeichnet, dass er aus der Bandbreite seines Schaffens eine Vielzahl von Werken zeigen konnte. Erstmalig in seinem Leben, glaube ich, eine große Ausstellung erhalten hat, ein großes Podium. Das ACC versteht sich ja vor allem als Produktionsplattform für Kunst, nicht nur als Präsentationsort für die Besucher, sondern wir möchten mit den Künstlern gemeinsam was produzieren. Das, glaube ich, war für uns und für ihn eine große Chance, eine Chance auch des Erlernens Thüringer Kunst, auch eine Chance mit dem Ökonomisierungsdruck, mit dem sich Thüringer Künstler ja unter anderem auseinanderzusetzen haben, nämlich auf der einen Seite muss ich Geld verdienen, damit ich überleben kann, Existenznöte, Existenzängste, die bei Birger Jesch immer wieder eine Rolle spielen, mit dem künstlerischen Schaffen in Verbindung zu bringen. Ich muss tagsüber malern gehen, um abends arbeiten zu können, künstlerisch. Und das ist unter anderem etwas, wofür Birger Jesch auch steht und deswegen haben wir ihn eingeladen. Einfach die Misere, in der sich die Kunst Thüringens auch befindet, zu beschreiben, nicht mit entsprechend schlechter Kunst, sondern mit einem guten Künstler, der eigentlich stellvertretend für die Situation der Thüringer Kunst steht. Ich warte immer noch auf den großen Durchbruch. Auf den kommerziellen Durchbruch.